Ich bin wieder da. Oh, hallo Kelly. Hast du gut geschlafen? Nein, ich war so neugierig. Ich möchte doch wissen, was noch alles passiert ist. Na dann brauchst du einfach nur, wieder in meinen Hut zu schauen. Santa Illuminata, Santa Illuminata, Santa Illuminata. Sag mal, wie spät ist es denn? Aha. Und wo sind dann Mary und Julia? Sind die etwa schon los? Oh nein. Warte, was mache ich mir eigentlich für Sorgen? Egal, was die machen, ich werde immer die Beliebteste sein. Egal, machen wir es erstmal hübsch und dann holen wir Jessica und Abigail. Hä? Was ist das denn? Wie? Das möchte ich auch sehen. Was denn? Ihr seid so cool. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich nett von euch. Ja, es freut uns wirklich. Hey, Julia. Oh, hi, Edina. Ich habe gehört, du bist jetzt voll beliebt. Das sagen die nur so. Das stimmt doch bestimmt nicht. Ach Quatsch, ich habe schon so viel über dich gehört. Du machst dir voll die Runde. Wusste ich gar nicht. Glaub mir, Gerüchte gehen wirklich schnell hier rum. Und über deine Freundin Mary habe ich auch schon einiges gehört. Ach echt? Was denn so? Na, dass du total nett und ehrlich zu allen Leuten bist. Das freut mich zu hören. Ding dong, ding dong. Es hat geklingelt. Ja, wir kommen. Wie cool die sind. Oh ja. Wir kommen gerade neu an, die auch. Und die machen sich hier schon so beliebt. Sag mal, was ist das hier für eine Welt? Frag nicht mich. Ja, aber es ist gar nicht zu glauben. Eigentlich sollten wir hier total das Aufsehen erregen. Und was machen die Streberinnen dort? Egal, wir sollten jetzt einfach in die Klasse gehen. Und nebenbei ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, okay, Leute? Yeah, wir sind cool. Genau, Candace, nie den Mut verlieren. Wir sind cool. Hey, wartet auf mich. Dakota? Ja, Papa? Ich gehe deinen Opa vom Golfen abholen. Okay, bis dann, Papa. Tschüss und mach keinen Unsinn. Ja, Papa. Da, 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 da. Komm, Tini, spiel mit mir. Da, 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 da. Wer bist du? Und wo bist du hergekommen? Teddy, schnell weg da. Mein Name ist Rosalie, auch bekannt als Rose. Ich will dir nur helfen. Wuff. Wieso? Du weißt nicht, was dein Vater für ein Mensch ist. Er ist ganz lieb und nett, das sagen alle. Fast alle, meinst du wohl? Was soll das denn heißen? Vielleicht mögen dich die ganzen Leute auch nur an. Sag mal, Rick McLeartex, ich hab Angst. Was willst du? Dein Vater war die Person, die meine Zwillingsschwester umgebracht hat. Ja, ja, ja. Das glaubst auch nur du. Vielleicht erzählst du mir gerade ein Märchen. Nein, das stimmt wirklich. Glaub mir. Und wieso soll ich dir das glauben? Weil er, bevor du hier warst, eine Pflegetochter adoptiert hat. Meine Zwillingsschwester. Und die hat er vergewaltigt und umgebracht. Das könnte jeder gewesen sein. Nein, es war dein Vater. Er hört doch auf den Namen Edwards Miller. Ich heiße Dakota Miller. Mein Vater soll deine Schwester umgebracht haben. Mhm. Sie war seine Adoptivtochter. Oh nein.
was ist, wenn mir das Gleiche passiert? Das kann ich nicht garantieren. Ich wollte dich nur warnen. Denn meiner Zwillingsschwester ist es passiert. Und somit bin ich auch gestorben. Mach's gut. Kannst du mir helfen? Was soll ich tun? Was? Ich soll weglaufen? Du hast recht. Das ist die einzig richtige Möglichkeit. Sonst bin ich auch tot. Und dann mache ich den Leuten Angst. Ich will nicht sterben. Komm, Teddy, wir gehen. Dong, ding, dong. Yeah, wir haben Pause. Folgt uns, Leute. Yeah. Oh, hallo, Candace. Wie geht's dir? Hi, Candace. Hi. So. Was ist denn? Julia, Mary. Hm? Oh, ihr zwei. Hallo. Hallo, ihr zwei. Wir finden eure Schleifen echt cool. Als Zeichen, als Freundschaft und so. Echt coole Idee. Als Freundschaftszeichen? Wir haben einfach Schleifen, weil sie uns gefallen. Ja, auf jeden Fall finden wir eure Schleifen total cool. Wo habt ihr die denn her? Wenn euch deren Schleifen schon gefallen, dann schaut euch mal unsere an. Na? Gefallen sie euch auch? Sind doch obercool, oder nicht? Ja, und schaut euch meine an. Julia, deine Schleife finde ich ja der Oberhammer. Grün zu pink kombiniert. So cool. Entschuldige, habt ihr da hinten was gesagt? Ach, egal. Eure Schleifen sind nur halb so schön wie von Julia und Mary. Wow, deine ist lila. Ich finde sie auch ganz schön. Meine Schleife ist auch lila. Ach, egal. Willst du jetzt schon aufgeben? Hey Leute, schaut euch mal meine Schleife an. Sie ist weder lila noch grün. Sie ist orange. Jessica. Kommst du? Ja, ich komme. Hey, wartet. Mal, das kann doch nicht so weitergehen. Dauernd immer nur, oh Julia, oh Mary, ihr habt so die tollen Schleifen. Dabei sind meine noch viel schöner, oder nicht? Ja, und schau dir mal meine an hier. Meine Schleifen sind aber viel schöner. Nein, meine. Egal, kommen wir jetzt zur Sache. Wir müssen irgendwas dagegen tun. Ihr beide lenkt Mary und Julia ab, während ich dann in meinem Zimmer recherchiere. Recherchieren? Aber wofür denn? Den Schleifenclub recherchieren, damit sie bei ihm punkten kann. Hab ich recht? Abigail ist mal wieder die Schlaue hier in der Clique. Und was bin ich? Darüber wollen wir, glaube ich, lieber nicht reden. Egal, jedenfalls, denkt euch einfach irgendwas aus als Ablenkungsmanöver, okay? Okay, du kannst dich drauf verlassen. Kinder, die Pause ist vorbei. Kommt ihr in die Klasse? Ja, wir kommen ja schon. Dong, ding, dong. Hey, ihr zwei. Wollen wir heute Schleifen shoppen gehen? Ja, dann haben wir auch solche coolen Schleifen wie ihr. Dann wären wir so die Schleifenklicke. Was haltet ihr davon? Nein, tut mir leid. Wir müssen nach Hause. Ins Internat. Wir haben doch so viele Hausaufgaben aufgekriegt, wisst ihr? Ja, schon, aber die können doch warten, oder nicht? Genau. Nein, können sie leider nicht. Denn danach haben wir auch noch was vor. Wir wollen in den Schleifenclub, wisst ihr? Also dann, bis morgen, Mädels. Haltet euch an den Plan, okay? Hey, ihr zwei. Hi. Ihr seid doch die Freunde von Candace, oder? Ja, ich bin Abigail und das ist Jessica. Wir wollten mal ein kleines Wort mit euch wechseln. Wieso denn? Keine Ahnung, wir können doch mal heute zusammen was unternehmen. Tut mir leid, aber wir müssen schnell nach Hause. Ja, die Hausaufgaben warten, wisst ihr? Schon, aber wollt ihr die Hausaufgaben nicht in unserem Zimmer machen? Wir haben in unserem Zimmer so einen coolen Platz für einen Schreibtisch. Wir haben einen Schreibtisch. Wie, echt? Ihr habt einen Schreibtisch? Ja, und wenn ihr zu uns kommt, dann könnt ihr bei uns die Hausaufgaben machen. Aber wir wollten doch in unserem Zimmer. Ja schon, aber die haben einen Schreibtisch. Hast du es nicht gehört? Okay. Wir kommen mit euch. Na dann. So, und jetzt ran an den Laptop.
Was Jessica und Abby gerne nicht wissen, meine Computerkenntnisse sind 1A. Das heißt, was bringt es nur zu recherchieren, wenn ich mich auch einloggen kann? Schleifenclub. Und drin bin ich schon. Und sieh mal da, da sind auch schon Marys und Julias Anmeldungen. Was haben die denn so angegeben? Mary, Hobbys, Hausaufgaben machen, recherchieren. Julia, Hobbys, lesen? Sag mal, wie langweilig sind die denn? Ich sollte irgendwas, Heftiges nehmen. Zum Beispiel Mary, Hobbys, Partys, Feiern, Saufen. Julia, Saufen, Partys, Feiern. Bin ich einfallsreich. Okay. Da ist Jessicas Profil. Die Katze kriegt doch niemals die Maus. Kannst du an die Tür gehen? Ich bin gerade in der Küche. Ja, Nadine, ich gehe an die Tür. Dakota? Franzi, ich wusste gar nicht, dass du hier wohnst. Dakota, komm hier. Na, du? Komm doch rein. Okay. Setz dich doch. Ich habe dich ewig nicht mehr gesehen. Okay. Ja, stimmt. Ich bin ja auch früh abgehauen. Warum eigentlich? Du weißt doch, dass ich neugierig war, wer meine richtigen Eltern sind. Aber wir waren doch im Heim. Wenn man im Heim ist, hat man keine richtigen Eltern. Deswegen wohne ich auch bei Nadine, unserer Heimbetreuerin. Weißt du noch? Ach ja, Nadine, die kenne ich auch noch. Aber ich habe richtige Eltern. Ich kann dir das auch erklären. Okay. Also, es war so. Als ich 5 war, habe ich ein Gespräch zwischen Betreuern gelauscht. Und ich habe meinen Namen gehört. Was machen wir jetzt mit Dakota? Sie wird irgendwann rausfinden, dass sie richtige Eltern hat. Und ich war geschockt darüber, was ich gehört habe. Richtige Eltern? Und als die ganzen Heimkinder spielten, bin ich sofort zu dir gerannt, um es dir zu erzählen. Doch du wolltest mir nicht zuhören. Also bin ich mit 6 allein ins Betreuerzimmer eingebrochen. Da ich schon gut lesen konnte, habe ich dann auch gleich den Zettel gefunden, wo die Namen meiner Eltern drauf standen. Ich habe wirklich richtige Eltern. Und ich habe ihn mitgenommen. Also habe ich mich nachts aus dem Staub gemacht und habe nach einem Telefon gesucht. Und bei der Post wurde ich fündig. Entschuldigen Sie, haben Sie ein Telefonbuch? Na klar, ich hol's kurz. Dann habe ich versucht, meine Eltern anzurufen. Meine Mutter ging nicht ran. Besetzt. Aber mein Vater, den habe ich erreicht. Hallo? Ja, mein Name ist Dakota. Ich habe gehört, Sie sind mein Vater. Nachdem er mir die Adresse verraten hatte, habe ich dann auch sofort meinen Vater kennengelernt. Hallo, Sie sind wohl Edward Miller, richtig? Ja, genau. Und du bist meine Tochter? Ja. Na dann, herzlich willkommen. Und dort lernte ich ihn und Opa Scotty kennen. Hallo. Du bist wohl meine kleine Enkelin. Ich bin dein Opa, Scotty. Und dann musste ich nie wieder ins Heim zurück. Was sagst du dazu? Wow, du hast aber Glück. Ja, finde ich auch. Nur, naja. Ach so, du weißt, meinst wegen deiner Mutter, weil du die nicht gefunden hast. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine, ich bin doch jetzt abgehauen. Abgehauen? Ja, deswegen stand ich auch vor deiner Tür. Aber wieso abgehauen? Mein Vater hat seine frühere Adoptivtochter umgebracht. Was? Und woher weißt du das nun schon wieder? Bei mir ist ein Geist aufgetaucht. Und der hat mir das erzählt. Komm morgen wieder und ich erzähle dir mehr.